Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Sammy Ray, aus dem Tropical Garden. Ja, heute geht es mit Video Nummer 24 weiter und das ist hier noch so ein kleiner Überblick über das, was in der letzten Folge so passiert ist. Also hier, diese Fassaden sind alle entstanden, die Begrünung hier in der Bootstour ist ordentlich vorangekommen und ich werde mich dann heute vorwiegend um die Gestaltung der Häuser hier hinten kümmern. Und dann eventuell hier auch an dieser Stelle weitermachen. Ich hatte mir so ungefähr überlegt, dass ich hier mal auch mit Videoleinwänden arbeiten werde, also wo dann ein statisches Bild zu sehen ist. Einfach um vielleicht ein bisschen an Baumaterial oder ähnlichem zu sparen. Und ob ich dann hier auch noch weitermachen kann an der Station, werde ich dann sehen. Wir sehen uns sozusagen dann gleich im Speedbild wieder. Bis gleich! Ja, somit herzlich willkommen zurück zur Einstiegsinfo sozusagen. Ja, das Video legt hier gleich los. Es geht hier gleich mit der Bebauung noch weiter, vor unterhalb der Schiene. Da, wo das ganze Grünzeug ist und die ganzen Wurzeln sozusagen da untergebracht worden sind, habe ich noch ein paar Glühwürmchen mit verbaut. Hatte ich sonst auch noch nicht so probiert, um einfach so ein bisschen, ja, so ein paar kleine Effekte mit reinzubringen, die das Ganze so ein bisschen mystisch und düster machen und so ein bisschen heimelig und doch für so kleine Lichtquellen immer sorgen. Das ist auch ganz interessant. Ja, und dann ging es hier einfach um die erste Ausfahrt, die immer noch so, ja, so wild war und einfach nur grün und doch nicht so wirklich richtig ordentlich. Und dadurch, dass die Schiene vom Coaster hier noch so einen Bogen nach unten macht und die Durchfahrt so ein bisschen einengt, konnte ich hier nicht mit ganz normalen Bodenplatten oder mit Flachdach arbeiten. Und deswegen habe ich mir dann hier einfach wieder diese alten Tempelplatten geschnappt, und weil man die alle in alle Himmelsrichtungen sozusagen bewegen kann. Für den Boden hat das funktioniert, für die Seitenteile hat mir das nicht gefallen und deswegen habe ich dann hier einfach noch ein Bauteil von außen geschnappt, was da noch so rumstand, und habe das Gebäude hier einfach verlängert und hier so ein bisschen dann etwas abgewandelt dann hier noch hingestellt, und damit das alles ein bisschen ordentlich dann wieder aussieht, und die Lianen dann noch vorgehängt. Und auf einmal hat das hier funktioniert. Was man, vorher macht man sich immer so ein paar Gedanken und überlegt, wie man das dann alles hier so, oder wie ich das alles so hinkriegen könnte, und einige Sachen probiere ich auch halt tatsächlich im Off und nehme das sozusagen nicht auf, sondern lege mir so ein paar Gedanken zurecht und probiere auch ein paar Sachen aus und werden so ein paar Bauteile dazu mit benutzt, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert und ob das denn so gemacht werden könnte. Und ich glaube, so war das hier auch gewesen, und dann habe ich das sozusagen dann wieder zurückgebaut, und dann, deswegen sieht das manchmal auch ein bisschen flüssig aus. Also da ist nicht groß, dann in dem Fall, wenn ich das dann hier baue und zu sehen ist, dann ist es nicht immer so, als wenn ich da gerade drüber nachgedacht habe und das dann hier hinsetze. Manchmal muss man sich dann schon halt vorher überlegen, wie man das Ganze hier angehen möchte. Und dann ist das Haus da hinten fertig gewesen und die Überfahrt war dann doch schneller als gedacht fertig. Hier hatte ich einfach vorher noch geplant, auch ein Gebäude hinzusetzen. Das habe ich schnell, also ich habe die Platzhalter hier gehabt und habe ich dann schnell einfach wieder weggenommen, weil das waren mir zu viele Häuser, und dadurch, dass wir uns ja hier in so einem Sumpfgebiet oder überhaupt Wassergebiet befinden, hatte ich überlegt, einfach noch so zwischen den Gebäuden so eine Art Felsen zu simulieren und da einfach mal noch einen Wasserfall ranzubauen, damit einfach auch ein bisschen Bewegung hier an dieser Stelle ist. Und ob der nur zwischen zwei Häusern realistisch ist, ist eine ganz andere Frage, aber so passte es gedanklich hier einfach gut rein, und habe den auch relativ hoch angesetzt, dadurch, dass hier alles in der Pyramide relativ offen, also zumindest hier an dieser Stelle,
offen gestaltet ist, konnte ich ja auch ein bisschen höher gehen, das war in Ordnung. Ja, und habe den einfach hingesetzt und jetzt ist er da und gefällt mir richtig gut und ja, erfüllt seinen Zweck und alles super. Mit den Häusern hier, da musste ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil das ja eigentlich nur Kulisse ist, also es ist kein echtes Gebäude. Also nur, es ist nur eine Fassade da, so wollte ich das sagen, und dadurch, dass es dann keine flachen Dachteile gibt oder keine schmalen Dachteile, musste ich dieses Dach hier so ein bisschen nach vorne ziehen und dementsprechend dann mit so einem Unterbau versehen, weil sonst würde das Ganze an der anderen Seite, deswegen ist immer ab und zu so ein bisschen hier der Kameraschwenk auf die gegenüberliegende Seite noch so zu sehen, um zu gucken, ob da nicht irgendwie noch ein Bauteil durchschaut oder ob man da eventuell was Kürzeres benutzen müsste, damit das eben nicht hinten durchguckt. Ja, und deswegen ist dieses Gebäude an sich ein bisschen flach, aber das Dach hängt eben dementsprechend ein bisschen weiter raus, weil eben halt das Ganze hier nur, ja, Kulisse ist. Das mit den Balkons hat hier nicht so geklappt, die waren zu schmal oder die Fenster zu breit, wie man es auch sehen möchte. Deswegen sind die halt wieder rausgeflogen und ich habe dann unten das Ganze noch mit so einem Steg versehen, so dass man auch von einem Haus zum anderen theoretisch laufen könnte. Und dann war das nächste Gebäude dran, was auch wieder nur von vorne ja, gebaut wird und auch gestaltet wird. Nach hinten ist halt, auch hier war der Raum ziemlich ja, ziemlich eng oder ziemlich begrenzt und deswegen musste man hier auch mal ein bisschen aufpassen, wo oder die Teile dann alle so hin verschoben werden und Hauptsache es guckt keine Dachkante durch. Und naja, dieses Gebäude geht auch relativ zügig hier voran, mit dem Bau geht es hier ziemlich zügig voran, einfach deswegen, weil der Rechner mir wieder mal einen Streich gespielt hat und er meinte, er müsste abstürzen, und ja, gerade dann, wenn die Aufnahme noch läuft, ist das natürlich ein bisschen ungünstig, und das Spiel speichert zwar zwischen, also konnte ich mir auch schnell nochmal einen Screenshot aufnehmen, so dass ich dann die das, was ich hier gebaut hatte, weil das kam wirklich einfach so aus dem Bauch raus, das habe ich einfach so gebaut, wie mir das so eingefallen ist, ohne groß nachzudenken, einfach gebaut, und deswegen auch hier schnell einfach mal die Wand wieder rausgenommen und wieder für so ein bisschen, habe ich wieder ja, für so ein bisschen Tiefe gesorgt. Einfach, dass die Tür da so ein bisschen nach hinten versetzt wurde. Da ging es vom Platz her, das hat funktioniert. Und ja, dann wieder die üblichen Stegteile hier vorgesetzt. Und ich glaube, habe noch ein paar Personen dahingestellt. Einfach, um es ein bisschen lebendiger zu halten. Es ist ja immer sonst, einfach wenn man nur so durch Kulissen fährt, ist es ja langweilig. Und einfach damit ein bisschen Bewegung drin ist, gibt es halt dann auch hier diese animatronischen Figuren, die man dann einfach auch so hinstellen kann und die sich ein bisschen bewegen und ja, für ein bisschen Atmosphäre sorgen, weil sonst an sich passiert gerade hier in diesem Abschnitt nicht besonders viel. Es sind einfach nur Fassaden und Kulissen da, die man bestaunen kann, und ich weiß auch gar nicht, warum ich hier Häuser reingebaut hatte, einfach nur um, ich denke mal, einfach nur um diesen Platz auszunutzen. Er war relativ großzügig da. Ja, oben, oberhalb, wo die Bahn fährt, ist ja auch alles so ein bisschen, ich glaube, letztens habe ich gesagt, Kolonialstil. Ob das jetzt bautechnisch so getroffen ist, ist eine ganz andere Frage, aber ja, das ist so ein bisschen Piratenthema dann wahrscheinlich doch hier wieder drin, aber deswegen hier auch so dieses Art Gefängnisgebäude gleich am Anfang und danach zwei, drei Wohngebäude, und dann ist es so eine Art kleine Stadt, wo man hier durchfährt, oder so ein kleiner Ort, und dann geht es in den großen Dschungel hinaus, und die Überfahrt, glaube ich, ja, da kümmere ich mich, entweder war es in diesem Video oder im nächsten, das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Nee, ich glaube, in diesem fange ich jetzt schon damit an, wo ich dann auch eine große Leinwand benutze und ja, mit einem Dschungel als Hintergrund arbeite. Hier muss ich gerade überlegen, ja, da war noch ein bisschen was zu sehen, was nicht unbedingt noch zu sehen sein soll. Die Tür von oben, von der Bahn, die geht hier noch runter, weil das auch so eine
Tür mit Auslöser ist. Die ist da immer noch so ein bisschen zu sehen gewesen. Die musste ich ein bisschen verstecken. Deswegen gab es da sehr viel Wurzelwerk und auch noch ein paar große Büsche. Und ja, das habe ich dann auch fertig gemacht. Und hier oben fehlte noch ein bisschen was. Da war einfach der Balkon im vorletzten Video, glaube ich, schon fertig. Und ja, dann habe ich irgendwie nicht weitergemacht. Und hier habe ich jetzt einfach noch ein paar Bauteile hinzugesetzt und noch, glaube ich, diese Überstände gemacht. Und dann war ich auch fertig. Das hier an der Seite sollte einfach schon immer so ein erhöhter Turm, ja, ein Turm sollte es werden. Den hatte ich auch einfach zuerst nur angedeutet und ich glaube, jetzt ziehe ich den einfach noch höher. Weil die Teile sich da eh überlappt haben, habe ich gedacht, na, dann kann ich ihn auch ganz bis zum Ende hier sozusagen ranziehen und dann ist da auch ein ordentlicher Abschluss zur Wand. Hier an diesem Ende war nicht mehr genug Platz für eine richtige Wand und da es in diesem Spiel ja keine halben Wände gibt, muss man sich ab und zu mal mit ein paar anderen Sachen einfach behelfen. Und deswegen habe ich auch mir angewöhnt, immer so ein paar Fensterteile zurechtzulegen und die dafür einfach zu benutzen und ja, die umzudrehen und dann haben die manchmal auch so ein bisschen die Struktur von den Wänden oder zumindest so ein kleines bisschen angedeutet und dann fällt das auch nicht ganz so auf und die kann man auch halt drehen und ja, so seinen Bedürfnissen dann doch anpassen, dass es dann auch ordentlich aussieht. Ja, der Turm, wie ihr seht, wird hier immer höher. Platz war einfach da und von daher habe ich ihn einfach ausgenutzt. Von der Achterbahn oben kann man das nicht wirklich sehen, auch wenn das alles offen ist, aber egal. Das Dach hier ist auch nur angedeutet, weil man von unten einfach nicht hoch, man kann nur hoch gucken und man sieht dann halt nur diesen Überstand und dann ist es auch erledigt, denn so ein schmales Dachteil gibt es nicht und der Bauer bin ich nicht, der sich da so aus ganz, ganz vielen kleinen Einzelteilen dann so ein ganzes Dach zusammenzimmert, wie man das auch öfter bei anderen ja, Bauern sag ich schon, wie soll man sagen, ja, YouTubern sieht, die dann hier ganze Dächer aus so kleinen Teilen zusammenpuzzeln, das ist dann wahrscheinlich doch nicht so meins. Und da man das nicht sieht, ist mir das dann doch recht und ich brauche es oben gar nicht bauen. Ja, das hier ist jetzt der Teil, wo ich dann auch mal überlegt hatte, denn ja, einfach Videoleinwände oder Bilder zu benutzen. Die hatte ich mir im Internet einfach rausgesucht. Denn alles, was man hier so mit Büschen und Bäumen und Steinen eventuell hinkriegt, wirkt nicht so wirklich, weil die Wand dahinter ja von dem Gebäude immer noch zu sehen ist oder zu sehen wäre und ja, dann auch einfach auffällt. Damit dieser Übergang hier von dem Gebäude nicht ganz so und diesem Bild nicht ganz so heftig ausfällt, habe ich da auch einfach wieder Wurzelwerk benutzt und noch einen großen Baum benutzt, den ich da einfach hingestellt habe und dann war das auch in Ordnung. Ich habe die Bilder als Rückwand einfach benutzt, um ja, ein bisschen Tiefe hinzukriegen, nicht einfach, damit man das dann als vollwertigen Dschungel sozusagen sieht. Das hat auf dieser Seite relativ ja, gut geklappt, muss ich sagen. Und dann habe ich das Ganze hier einfach auf der Seite dann mit einem anderen Bild, damit das dann halt auch nicht auffällt, einfach nochmal wiederholt. Das musste ich auch ein bisschen schräg setzen, weil hier die Auffahrt von dem kleinen Coaster noch ist. Und ich glaube, irgendwann später habe ich auch gemerkt, dass mich das ein bisschen stört. Und ich habe da die Ausfahrt an der Auffahrt vom Coaster noch ein bisschen verlängert, sodass das Bild, was ja von hinten dann weiß ist, nicht so wirklich auffällt. Ja, ihr seht mich jetzt hier noch ein bisschen Bäume und Wurzelwerk und Blätter und Büsche und ähnliches setzen sehen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wie gewohnt gibt es donnerstags immer eine neue Folge. Für Kommentare bin ich offen. Die Like-Funktion benutzt die gerne. Auch die Abo-Funktion würde mich auch sehr freuen, damit es hier ein bisschen weiter vorangeht. Ja, und damit bin ich dann am
Ende und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.